Vor 50 Jahren entstand im Rahmen einer Verwaltungsreform aus den Ortsteilen Allmannsweier, Nonnenweier, Ottenheim und Wittenweier die Gemeinde Schwanau. Wir möchten zurückblicken auf deren Entstehung und Entwicklung bis zum heutigen Tag. Die Vorgabe von der Landesregierung war, dass eine Gemeinde in Zukunft nur überlebensfähig ist, wenn sie mindestens 6.000 Einwohner hat. Die Gemeinden in Ried, die sich von Wittenweier bis Müllen erstrecken, sollten in zwei Gemeinden aufgeteilt werden. Der südliche Teil mit den jetzigen Schwanauer Gemeinden sowie Meißenheim und Kürzel und der nördliche Teil mit den Gemeinden des jetzigen Neuried. Die Festlegung des Verwaltungssitzes der südlichen Gemeinde war lange Zeit umstritten. Begann dann die Verhandlungen zunächst einmal mit Wittenweier, weil der Ortsvorsteher von Wittenweier, der hat gesagt, also, dass wir Wittenweier nicht alleine bleiben, das ist ganz klar. Irgendwo wären wir dazugekommen. Die Gemeinde Ottenheim hat sich verpflichtet, Wittenweier 1.800.000 D-Mark zu geben, verteilt auf 9 Jahre. 200.000 pro Jahr. Und falls Wittenweier nur einen Sitz bekommen sollte bei der nächsten Wahl im Gemeinderat, verzichte mehr. Und dieser auf einen Sitz zugunsten von Wittenweier. Und das ist auch in der späteren Vereinbarung der Gemeinde Schwanau vereinbart worden, dass Wittenweier immer einen Sitz von Ottenheim bekommt. Also Ottenheim immer auf einen Sitz verzichtet. Die Verhandlungen mit Nonnenweier, Allmannsweier und Meißenheim gingen weiter, in denen die Entscheidung über die Vergabe des Verwaltungssitzes eine zentrale Bedeutung hatte. In der Zwischenzeit hat auch die Landesregierung eingesehen, weil es anderweitig auch Konflikte gegeben hat bei Beratungen, dass also eine zukünftige Gemeinde nicht unbedingt 6.000 Einwohner groß mehr sind. Die Hälfte, also 3.000, wird auch reichen. Und das war für die Meißenheimer schon ein Weckruf. Aha, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Kürzel zusammengehen, dann sind wir schon 3.000, haben wir diese Mindestzahl schon erreicht. Sodass wir nicht unbedingt zu der Ottenheimer oder zu der südlichen Nachbargemeinde gehen müssen. Neben Rudolf Heimburger war auch der spätere Ottenheimer Ortsvorsteher Hans Weide Mitglied im Gemeinderat und war bei den Verhandlungen als Protokollführer eingesetzt. Gekennzeichnet war die ganze Sache durch das Konkurrenzdenken, was der Rudolf schon angesprochen hat, zwischen Meißenheim und Ottenheim. Außerdem war Ottenheim auch kein beliebter Standort für Nonnenweier. Nur Allmannsweier hielt sich etwas bedeckt. Die Verhandlungen gerieten ins Stocken. Ottenheim und Meißenheim rangen um den Verwaltungssitz. Nachdem keiner sich irgendwie festlegen wollte, kam endlich Dr. Wimmer zur Sache und sagte, jetzt wollte ich mal von jedem wissen, was ihr euch vorstellt. Und da hat er sich direkt an den damaligen Bürgermeister von Nonnenweier gewandt, an den Andreas Wirth. Und der sagte nach längeren Ausführungen, ich versuche es im Dialekt zu sagen, wir gehen überall hin, wir gehen nicht nach Odne. Und wenn wir nach La gehen, aber nach Odne gehen wir nie. Und dann kam ein Satz, der ganz entscheidend für die Gemeinde Schwanau war, für die spätere Gemeinde Schwanau. Dann sagte er noch, lieber machen wir etwas ganz Neues. Und der Landrat Dr. Wimmer hat diese Bemerkung sofort aufgegriffen und gesagt, Herr Wirth, das ist doch eine gute Idee, machen Sie doch eine Fusionsgemeinde. Und das war eigentlich die Geburtsstunde von Schwanau. So wurde am 2. Juli 1972 der Vertrag zu einer Gesamtgemeinde mit den Ortsteilen Allmannsweier, Nonnenweier, Ottenheim und Wittenweier mit Sitz in Ottenheim unterzeichnet. Doch wie kam die Gemeinde zu dem Namen Schwanau? Zurückzuführen ist es auf die Burg Schwanau, eine Ritterburg bei Erstein, also auf der elsässischen Seite. Und diese Ritter waren etwas verrufen, weil sie in Anführungszeichen die Schifffahrt zwischen Straßburg und Basel beeinträchtigten. Das führte dazu, dass der Name umstritten war. Aber nicht umstritten ist, dass der Name von einem Nicht-Schwanauer vorgeschlagen wurde, und zwar vom Vater des heutigen Bürgermeisters von Meißenheim, Helmut Schröder.
Er sagte damals in Almansweier in der Sitzung, wir saßen nebeneinander, was hältst du eigentlich von dem Namen Schwanau? Die Gemeinde Schwanau hat sich in den vergangenen 50 Jahren unter den Bürgermeistern Wolfgang Wübker, Rudi Knodel und Wolfgang Brucker stetig weiterentwickelt und erfreut sich an immer mehr Zuzügen. Zum Bevölkerungswachstum trägt auch die Entwicklung der Neubaugebiete bei. Etliche Wohngebiete konnten seit der Gemeindereform in allen vier Ortsteilen der Gesamtgemeinde neu ausgewiesen werden. Hinzu kamen Gewerbegebiete in Almansweier, Nonnenweier und Ottenheim. Bereits abgeschlossene sowie noch laufende Ortskernsanierungen tragen zu einer Verbesserung des Wohnumfeldes und zur Belebung der alten Ortszentren bei. Ah, hallo Rudolf! Hallo Lili! Wohnst du da? Nein, das ist ein Museum. Da kann man sehen, wie die Leute in den letzten 50 Jahren gelebt haben. Das ist ja spannend. Kannst du mir etwas erzählen davon? Weißt du was? Jetzt machen wir einen Rundgang durch ganz Schwanau und fragen die Leute, was in den letzten 50 Jahren so gegangen ist. Seit den letzten 50 Jahren hat sich natürlich einiges geändert. Das hängt damit zusammen, dass einige neue Züge zu holen sind, es hat sich ein Baugebiet in Nonnenweier aufgetan, das sogenannte Neidörfel. Und da sind also so viele neue Leute, die ich zum Beispiel gar nicht kenne. Und ein negativer Punkt war natürlich, dass viele Dorfwirtschaften, das waren 7 oder 8 Stück in Nonnenweier, zusammengeschrumpft sind auf eine einzige, die übrig geblieben ist. Und das ist jetzt der Lachen oder das Anglerheim, wie es früher geheißen hat. Und da spielt sich jetzt halt das ab, was früher fast jedes Hund in jeder Wirtschaft vor sich gegangen ist. Da ist ein bisschen Karte gespielt worden, da hat man ein bisschen gesprochen von der Woche, wie ist im Feld gegangen oder wie ist im Betrieb gegangen in Lohr oder im Nachbardorf. Und das war ein sehr guter Austausch. Du Rudolf, ich kann mir das gerne vorstellen, wie das früher so war. Lili, du sprichst wenigstens noch Dialekt. Das kennen nämlich alle in deinem Alter. Aber ich kann mir auch gar nichts anderes vorstellen, als Odnerisch zu schwätzen. Du sprichst Odnerisch? Ja, schwätze soll in Almischwier und in Nunivier und in Wiedewier anders. Also, früher hat man ja in Nunivier oder in den Dörfern überall Dialekt, einfach Dialekt gesprochen. Man hat dann gleich gewusst, aha, der kommt von Odner, der kommt von Wiedewier. Das hat man sofort an der Sprachfärbung und an dem allem erkannt und hat können sofort zuordnen. Da hat es sogar Wörter gegeben, zum Beispiel die Dreifaltigkeit, die Blüm, die heißt in Odne zum Beispiel Dajenachtel. Oder Koranze ist auch so ein Ausdruck. Wenn man also zu viel gegessen hat oder etwas verkehrtes gegessen hat, dann hat man das Maul getrunken unter Umständen. Und dann sagen wir, oh, mich hat es aber jetzt koranzt. Früher hat man gedacht, oh ja, mit den Kindern kann man nicht Dialekt sprechen, dann müssen wir gleich Hochdeutsch reden oder Schriftdeutsch reden. Aber das ist gar nicht so. Das ist wunderbar, wenn die Dialekt sprechen und dann wieder Schriftdeutsch oder wie auch immer. Ja, Lili, das ist schon schade, wenn unser Dialekt und die Brauchtümer immer weniger wären. Die hätten wir so sehen, wie die Jubiläen in unseren Dörfern gefeiert worden sind. Angefangen hat es in Univier und in Odne. Die beiden Ortschaften haben 1995 ihr 1150-jähriges Jubiläum gefeiert. Und auf beiden Festen hat es ganz tolle Umzüge gegeben. An die Jubiläumsfeier in Almischwier zum 1000-jährigen 2016 kann ich mich auch noch ganz genau erinnern. Du hast auch ganz besonders Theaterspiel gegeben. Und die Jubiläumsfeier zum 750-jährigen von Wiedewier ist leider ausgefallen. Aber das wird hoffentlich bald nachgeholt. Aber eins haben die große Veranstaltung alle gebraucht. Die Menschen haben sich zusammengefunden, haben Großes bewirkt, genau wie beim Bau vom neuen Kirchturm in Odne. Der Förderverein Historischer Kirchturm hat viele Veranstaltungen organisiert und durchgeführt. Und 2015 konnte der neue Kirchturm eingeweiht werden, so wie er genau vor dem letzten Weltkrieg gestanden ist. Das war für unser Dorf schon etwas ganz Besonderes. Wow, das ist ein riesiges Feuerwehrauto. Als ich noch klein war, habe ich damit am liebsten gespielt.
Ja, Lilly, vor 50 Jahren haben die Feuerwehrauto noch ganz anders ausgesehen. Wenn ich jetzt überlege, wie am Anfang die Fahrzeugausstattung und auch die PSA oder persönliche Schutzausrüstung, sagen wir heute, ausgesehen hat, da waren es 2 Löschfahrzeuge und 2 TS-Anhänger, ja, wo man noch hinter der Schlepper gehängt hat. Und dann ist es los durchs Dorf gegangen, also ganz, ganz anders wie heute. Und heute haben wir inzwischen 7 Löschfahrzeuge und noch mehrere andere Fahrzeuge wie Mehrzweckboot und Einsatzleitwagen und so weiter. Von dem her hat sich die Feuerwehr ganz gewaltig gewandelt, nicht nur in der Technik, auch die Anforderungen an die Mannschaft, an die Einsatzkräfte sind eine ganz andere Situation heute, weil man auch ja, wesentlich mehr heute bewältigen müssen mit ABC. Dann sind die Brände heute auch ganz anders, weil man einfach viel, viel, viel mehr Kunststoffe in der Gebäude haben. Früher gab es das auch nicht so, da war halt ein Holz, ein schöner Holzschrank. Und natürliche Stoffe in der Wohnung und dann waren die Gefahren, was Rauch anbelangt, auch nicht so hoch. Wenn wir zum Einsatz fahren, sind wir nicht mehr Abteilung, sondern wir sind eine Feuerwehrschwanau. Wir treten an mit taktischen Einheiten, mit Löschzügen, mit Sondereinheiten wie der TH-Trupp. Und ja, von dem her ist das auch ein ganz großes Zeichen an Wandel unserer Feuerwehr hier in Schwanau. So Lilly, jetzt sind wir im Diakonissehaus. Da hat sich in den letzten 50 Jahren auch viel verändert. Da wohnen noch Schwestern, die haben sich früher um die Kinder und um die alten Leute auf der Dörfer gekümmert. Vor 50 Jahren war natürlich noch vieles völlig anders als heute. Wir waren noch über 500 Diakonissen. Und hier auf dem Gelände war ein reges Leben. Viele Schülerinnen waren hier. Und wir als Diakonissenhaus und als Schwesternschaft hatten auch noch viele Außenstationen. Viele Kindergärten im weiten Land verstreut. Das hat sich alles reduziert, bis auf einen kleinen Bereich und einen kleinen Teil. Wir sind jetzt eine sehr geschrumpfte Schwesternschaft. Wir sind nur noch 15 Diakonissen, die hier auf dem Gelände miteinander wohnen. Inzwischen haben wir auch unser Mutterhaus verlassen und sogar verkauft. Es gehört nicht mehr uns. Und so hat sich auf dem Gesamtgelände sowieso vieles verändert, was ja auch jeder in der Gemeinde weiß. Das ist ja echt schade, dass es nicht mehr so viele Schwestern gibt. Die haben bestimmt viel Gutes für die Menschen gemacht. Aber was machen die jetzt den ganzen Tag? Wir haben immer noch ein gemeinschaftliches Leben, auch ein geistliches Leben. Wir haben verschiedene Andachten. Wir halten Acht aufeinander. Wir können natürlich auch nicht mehr so viel füreinander tun, wie wir das früher konnten, und müssen dann eben auch fremde Hilfe in Anspruch nehmen. Dinge, die wir früher innerhalb der Schwesternschaft regeln konnten und in Angriff nehmen, können wir jetzt nicht mehr selber tun. Gibt es jetzt gar keine Schwestern mehr in der Kindergärte? Also die Diakonissenschwester gibt es keine mehr. Die letzte war Schwester Margret, aber jetzt sind noch viele Frauen da, die die Kinder genauso liebevoll und fürsorglich betreuen. Also während früher das Haus Schwestern geführt war und die Kinderbetreuung doch stark im Fokus stand, ist heutzutage ganz wichtig, dass die pädagogischen Fachkräfte dem Bildungs- und Orientierungsplan folgen, Qualitätsstandards entwickeln und dass da hingegen zu früher, wo die Schützlinge in der Regelbetreuungszeit am Vormittag, am Nachmittag die Eltern gut abgedeckt waren, doch heutzutage es gegeben ist, dass die verlängerten Öffnungszeiten, Ganztagsbetreuung, flexible Zeiten für die Eltern und Kinder gegeben sind. Vor allem mittlerweile auch für die 1- bis 6-Jährigen. Für uns pädagogische Fachkräfte steht vor allem der Bildungs- und Orientierungsplan im Vordergrund, aber auch die Entwicklung von verschiedenen Qualitätsstandards. Aber du in der Schule, du kenne ich mich jetzt besser aus wie du. Das kann schon sein. Bei mir ist auch schon lange her. Aber da hat sich ja viel verändert. Zuerst war es so, dass in jedem Dorf eine eigene Volksschule war. Und mit der Zeit nahmen die Schülerzahlen ab. Und dadurch begann man, die Schüler etwas zu konzentrieren auf bestimmte Ortschaften, vorwiegend auf Ottenheim und auf Nonnenweiher. Und im Zuge dessen
hat sich schließlich die Schule in Wittenweier ganz aufgelöst und auch in Almensweier waren nur noch wenige Grundschulklassen. Die Hauptschüler von ganz Schwanau kamen schon recht früh dann alle nach Ottenheim, während in Nonnweier anfangs noch die Klassen 5 bis 7 unterrichtet wurden, sind auch die in Ottenheim untergebracht worden und dann wurde die Grundschule Schwanau gegründet. Früher war das ganz anders. Das war eine Grund- und Hauptschule und jetzt ist eine Gemeinschaftsschule. Da sind die Kinder der ganze Tag in der Schule, kriegen da Mittagessen, werden betreut und die Hausaufgaben können sie auch da machen. Durch diese Schulform sind 2 Schulabschlüsse in Ottenheim möglich. Ein Hauptschulabschluss und ein Realschulabschluss. Um die Schüler gut auf die Arbeitswelt vorzubereiten, gibt es heute Fächer wie Medienbildung, Informatik, Wirtschaftslehre und die Berufsorientierung ist eine von mehreren Leitperspektiven des neuen Bildungsplanes. Ja, ist auch wichtig, dass die Jungen in der Schule etwas lernen, dass sie später für den Beruf Brüche kennen. Wir haben Betriebe in Schwanau, die haben sich in den letzten 50 Jahren sehr stark entwickelt. Du holst meine Mama immer etwas Leckeres zum Essen, hättest du es vor 50 Jahren auch schon gern? Ja, in den letzten 50 Jahren hat sich sehr viel geändert. Wir hatten damals noch keine Angestellten. Mittlerweile sind wir 25 Mitarbeiter in voller Teilzeit. Es werden viel mehr klassische Dinge verkauft, wie Bratenstücke oder Schwarz- und Leberwurst. Und heute gibt es viel mehr Produkte. Es gibt mittlerweile über 100 Wurstsorten. Was sich sonst noch verändert hat, ist der technische Fortschritt. Früher gab es noch ganz wenig Maschinen. Es musste alles in Handarbeit hergestellt werden. Metzger war körperlich ein sehr anstrengender Beruf. Heute gibt es viel mehr Maschinen, die einem viel körperliche Arbeit abnehmen. Früher war es üblich, dass jeder Metzger selber geschlachtet hat. Und heute gibt es nur noch sehr wenig, die selber schlachten. Und wir gehören noch dazu. Da kann man dann natürlich immer genau sagen, wo die Tiere herkommen, wie die gehalten wurden und vor allem auch, wie sie geschlachtet wurden. Denn die Schlachtung spielt bei der Fleischqualität eine entscheidende Rolle. So, Lili, jetzt zeige ich dir mal was ganz Besonderes. Eine Firma, die vor 50 Jahren ganz klein angefangen hat und jetzt auf der ganzen Welt riesengroße Tunnel bohrt. Das hört sich immer spannend an. Mit einem Kredit seiner Mutter über 25.000 D-Mark gründet Martin Herrenknecht 1977 die Herrenknecht GmbH. Sitz der Firma ist zunächst eine Mietwohnung in Lahr, in der Martin Herrenknecht bereits 1975 ein Ingenieurbüro eröffnete. 3 Jahre nach Gründung der Herrenknecht GmbH erfolgt der Umzug des Unternehmens auf das Werksgelände in Almansweier. 1988 beschäftigt das Unternehmen bereits 110 Mitarbeiter auf einem Werksgelände von 5000 Quadratmeter. 2007 sind über 2000 Mitarbeiter bei Herrenknecht beschäftigt, darunter über 100 Auszubildende. Der Auftragseingang klettert auf über 1 Milliarde Euro. 45 Jahre nach Gründung ist die Herrenknecht AG mit der Erfahrung aus mehr als 5.300 Projekten Technologie- und Marktführer im Bereich der maschinellen Tunnelvortriebstechnik. Und siehst du, Lili, jetzt sind wir gerade mal 500 Meter von der großen Firma entfernt. Und da geht es ganz anders zu. Die haben Hüfe Milchkehe, die haben Hirner, haben sogar noch Geißel. Hat sich auf so einem Bürohof eigentlich auch verändert in den letzten 50 Jahren? Also unser Hof hat sich so weit verändert. Ich habe ihn ja übernommen, 86 von meinem Vater. Und früher hatten wir auch Sonderkulturen, Tabak. Und wir haben damals 1969, 70 haben wir uns dann entschlossen, einen Milchviehstall zu bauen. Und das war damals richtig. Und von der Arbeit sind wir eigentlich heute eher besser dran wie früher, weil wir durch die Technik viel entlastet werden. Sei es beim Melken, auf dem Acker oder wo auch immer. Aber manche Investitionen sind halt für unseren Betrieb unrentabel, wo man jetzt also sagen, man tut uns fremd vergeben an andere Betriebe oder Lohnunternehmen, weil der Einsatz der Technik halt relativ teuer ist.
Ich bin ganz klein angefangen mit ein paar Hühnern und im Milchverkauf haben wir schon immer gehabt, abends eine Stunde. Und wenn halt gemerkt, dass immer mehr Leute die Nachfrage danach haben, die wollen wissen, wo ihre Produkte herkommen. Und dann haben wir am Anfang gesagt, wir verkaufen Milch über einen Automat und noch Eier dazu. Und es hat sich jetzt recht gut entwickelt, dass wir da inzwischen jetzt schon 3 mobile Hühnerställe haben. Und eben der Milchautomat läuft gut und wir kaufen auch weitere regionale Produkte zu, wo wir hier vermarkten. Du, Rudolf, warst du eigentlich schon mal in dem neuen Einkaufszentrum in Univir? Also, da kann man wirklich alles kaufen, was man will, wie im Stadtzentrum. Also, das finde ich wirklich super. Aber Rudolf, wir sollten echt aufpassen auf unsere Umwelt, weil wenn wir so weitermachen, dann hat meine Generation und alle, die nach mir kommen, keine saubere Natur mehr. Bei uns in Schwanau gibt es engagierte Menschen, die haben die Initiative Schwanau bleibt sauber gegründet. Also die Initiative ist gegründet worden, weil überall der Müll rumliegt und ich mich mit anderen daran gestört habe, dass der Müll da rumliegt, dass man der Meinung war, dass man was machen müsste. Und dann in Zusammenarbeit mit der Gemeinde diese Initiative gegründet haben, vor 8 Jahren. Die Gemeinde stattet uns aus mit allem, was wir brauchen. Und wir sind unterjährig 40 Leute, die Müll suchen. Bei den Müllsammlungen sind wir inzwischen auch bei den Putzenden um die 400 Leute, sind dann unterwegs und sammeln den Müll aus und halten Schwanau einfach sauber, indem wir überall unterwegs sind. Und wir haben Schwerpunkte in Schwanau, am Rhein, an die Umgehung von Allmannsweier, entlang der vielbefahrenen Straße. Da liegt immer wieder, auch wenn wir unterwegs waren, eine Woche später wieder Müll rum, sodass wir ständig uns ständig beschäftigen können mit dieser Angelegenheit und eigentlich sehr erfolgreich sind und Schwanau sauber halten. Tolle Idee. Jetzt haben wir mal einen Rundgang durch Schwanau gemacht. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und ob, das war mega spannend. Jetzt hoffe ich für unsere Gemeinde, dass es noch lang so wiedergeht, dass die Leute gern in Schwanau wohnen, dass sie zufrieden sind und dass Almschwierer, die Odner, die Nunnewierer und Wiedewierer noch mehr zusammenwachsen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.